Kepassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute zeige ich euch mal das erste Techniktraining mit einer meiner Bikini-Athletinnen, Pia. Und das bedarf vielleicht wieder einer ganz kleinen Vorstellung und dementsprechend herzlich willkommen, Pia. Du kannst dich ja gerne kurz vorstellen, Ziele und so weiter und so fort. Und vielleicht auch, woher wir uns kennen. Genau. Ich bin die Pia, ich bin 25 Jahre alt, komme wieder hinterher in der Ecke, auch aus Hannover. Und ja, mache auch seit meinem 16. Lebensjahr Kraftsport, habe jetzt aber auch in den letzten 2,5 Jahren dann mal so richtig angefangen, mit 5 bis 6 Mal die Tage ins Training zu gehen. Und dadurch, dass mein Partner jetzt auch startet, dachte ich mir, okay, warum versuchen wir es nicht auch mal? Also ich würde gerne dann in einer Bikini starten mit der Hilfe von Mike als Coach. Und ja, freue mich auch schon mega auf die Zeit jetzt mit ihm zusammen. Genau, kurz und knapp, da wisst ihr Bescheid. Pia hatte generell den Wunsch geäußert, als wir uns mal alle unterhalten hatten. Und da haben wir gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Und mich freut es sehr, weil ich habe abgesehen von Pia noch die ein oder andere Bikini-Athletin dazugekommen und bekommen. Und das freut mich ungemein, weil ich ja auch ein bisschen mehr Abwechslung, ich will einfach ein bisschen mehr zeigen, was ich kann. Ich denke, ich habe schon relativ gut bewiesen, was ich im Vorbereitungsgame so leisten kann mit einem einfachen Kaltstart. Und jetzt wird sich richtig ordentlich vorbereitet und ich möchte natürlich auch, ja, generell zum Beispiel auch Frauen betreuen, was mir auch sehr viel Spaß macht und einfach auch andere Klassen. Und genau deshalb wagen wir uns jetzt an die Bikini-Klasse ran, da haben wir Bock drauf. Und für Pia steht heute das erste Techniktraining an. Sie hatte mir vorher geschildert, sie hat etwas Probleme, ihren Rücken und ihren Po zu treffen. Genau. Über den Rücken hatten wir mit Matthias nur beiläufig mal drüber geguckt, ne? Da hatten wir aber auch innerhalb von 1, 2 Versuchen relativ viel erreicht. Hat auch sehr gut gezogen jetzt. Das ist super. Und jetzt hat sie einen kompletten Trainingsplan von mir. Und wir werden uns heute einfach mal, das mache ich immer beim ersten Personal Training so, ein paar Übungen aussuchen und Stück für Stück einfach gucken, dass die sitzen. Vor allem die, bei denen sie sagt, sie hat Probleme. Aber meistens kommen auch ein paar dazu, wo ich einfach sage, die möchte ich gerne noch mal sehen, weil erfahrungsgemäß muss man da auch drüber schauen. Und der Rest ergibt sich dann immer in den weiteren Personal Trainings. So, also würde ich sagen, gehen wir auf die Fläche. Und danach gibt es natürlich noch ein kurzes, Entschuldigung fürs Unterbrechen, danach gibt es noch ein kurzes Form-Update von ihr und in einem Extra-Video oder je nachdem, wie wir die Zeit haben, hängen wir noch ein Posing-Training an. Ab geht's. Dann machen wir einfach mal 1, 2 Rückenübungen und dann gehen wir über zu Beine und Schultern. Wir machen es jetzt so, wie alles frei ist. Also, Techniktraining bedeutet immer bei mir, wir haben einen kompletten Trainingsplan, man trifft sich das erste Mal und wir schauen einfach mal, welche Übungen, und das sind meistens, im besten Fall fast alle, heute werden wir es fürs Video ein bisschen abgekürzt halten, welche Übungen dann wie funktionieren, und wir machen sie einfach so lange, bis sie sitzen, unabhängig von der Intensität. Es geht erstmal nur um die Technik. Jetzt hatte Pia ja mal gesagt, sie hat ein bisschen Probleme, den Rücken anzusteuern. Also werden wir uns jetzt vom Pulltag 2 bis 3 Übungen nehmen und einfach mal schauen, wie die Response von ihrem Körper dahingehend ist und wie die Ellbogenstellung, die Gelenke insgesamt und alles sind. Und dann gehen wir über zu den Beinübungen. Da hast du ja gesagt, vor allem bei der Rückseite, genau, triffst du nicht wirklich. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir das heute gleich hinbekommen. Schauen wir mal. Gut, dann gucken wir mal bei Rücken. Also, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den normalen Latzug an. Zeig mal, wie du sie machen würdest. Einfach, wie du sie die letzte Zeit gemacht hast. Das wäre vielleicht am besten. Wir schauen mal. Okay, genau. Also das hat sich hier schon deutlich verbessert. Wir hatten sehr stark daran gearbeitet, dass beim Runterziehen die Ellbogen etwas nach vorn reinfahren. Das macht tatsächlich beim Latzug schon sehr viel aus. Wenn die Ellbogen nach hinten wegknicken, hast du viel Effekt weg. Was wir noch machen können, was wir gleich sehen, ist, nach oben lang machen gefällt mir gut. Wenn du jetzt ins Ziehen übergehst, würde ich dich bitten, dich minimal nach hinten zu lehnen mit dem Oberkörper. Kleines bisschen mehr. Genau, Brustkorb aber sehr stark nach oben strecken, wie in so einem Hohlkreuz. Genau. Wenn du ziehst, lehnst du dich nach hinten, aber streckst den Brustkorb der Stange entgegen. Genau. Dann ziehst du so nah, wie du kannst, an dein Kinn ran und drehst dabei beim Runterkommen die Ellbogen nach vorn ein und schließt dir die Schulterblätter wieder unten. Sehr gut. Und jetzt wieder langstrecken, rückgängig machen. Und wieder rein, leicht zurücklehnen, Brustkorb hoch. Genau, weil jetzt merkst du, dass du mehr Kontraktion hast, wenn du runtergehst. Und auch ruhig wieder Schulterblätter runter, schließen alles. Sehr gut. Ein Hohlkreuz bei der Übung ist überhaupt kein Problem, ist sogar nützlich. Genau. Genau.
Trau dich beim nächsten Mal, dich ein bisschen mehr nach hinten sogar noch zu lehnen. Brustkorb wirklich hochstrecken und näher ran. Ja, und dabei trotzdem eindrehen. Jetzt merkst du die intensivste Kontraktion gerade. Hölle. Genau, sehr gut. Mach mal ein bisschen weiter. Jetzt gucke ich mal wegen der Griffbreite. Weil du hast tatsächlich sehr lange Arme. Die Schulter will auch wieder mit runter. Schulter zurück. Genau, gut, jetzt sind beide gleich. Lang strecken, nach hinten, Brustkorb hoch und Schultern beide runterziehen. Ja, jetzt ist symmetrisch. Schön. Perfekt, geil. Jetzt sieht man es. Wunderschön. Zack. Sie löst. Wir lassen die Schulterblätter auch raus, aber wir lassen die Schulter nicht nach innen fallen. Dann lehnt sie sich leicht zurück, Brustkorb der Stange entgegen. Perfekt. Eine noch. Und dann schließt sie hinten auch wieder, indem sie die Schulterblätter runterzieht. Ellbogen sind eingedreht. Reicht. Kannst ablegen. Super. Spürbar. Sehr spürbar. Gut. Das Gute ist, dass wir hiermit, während der Latzug eigentlich gar nicht für den Latissimus selbst geeignet ist, dass wir durch immer mehr Rotation hier rein eine bessere Annäherung an den Körper erreichen. Und dadurch, abgesehen natürlich von, wenn wir hier hinten gucken, darf ich einmal umdrehen, darfst einmal den hier machen, als würdest du den Latzug runterziehen. Genau, jetzt wieder ein bisschen eindrehen. Genau, dadurch, dass man den eindreht, kommt halt schon ein bisschen mehr Lat raus. Und wir haben den ganzen oberen Rückenbereich. Ne? Also alles hier ist in Kontraktion. Rhomboideen, Teres Major und so weiter. Und ein bisschen mehr Lat, indem wir auch so reinziehen. Und das ist gut. Schön. Passt. Du hattest auch immer ein bisschen Probleme, den Lat anzusteuern, auch beim Posing. Genau. Aber jetzt spürst du ihn ja, oder? Wenn du dich jetzt hinstellst, kriegst du den raus? Versuch es, es wert. Ja. Weil wenn du ihn spürst, ist das ja schon mal besser, oder? Zeig mal, ob du ihn rauskriegst. Von vorne, von hinten? Einfach zu uns, genau. Erstmal nur zu uns. Versuch's mal so, mit hängenden Armen. Lass dich mal ganz kurz, bleib so wie du bist, ist gut. Geh wieder hoch. Also lass mal die Schultern unten, komm wieder zurück, zieh den Lat an und jetzt vor. Es ist besser. Aber wir werden später nochmal genau üben. Einmal hinten Arme zusammennehmen und dann vorklappen. So wirst du den Lat mit der Zeit kriegen. Das kriegen wir noch hin. Aber von hinten sieht er schon besser aus. Okay. Super, weiter geht's. Ich würde sagen, Rücken sitzt. In den Personal Trainings werden wir komplett den Pulltag machen. Das wird natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass die Bewegung verstanden worden ist. Du spürst auch alles, ne? Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Und das ist nur Techniktraining. Also wir haben jetzt keine vollen Sätze gemacht. Immer nur ein paar Reps. Jetzt kommt die Beinpartie dran. Fangen wir doch gleich damit an, was du gesagt hast. Du hast Probleme damit, den Po zu spüren. Genau. Hip Thrust zum Beispiel. Welche Maschine habt ihr dafür? So eine wie hier, so eine ähnliche? Genau, so eine ähnliche. Dann gehen wir dahin. Let's go. Aha. So, was wir hier sehen, der Ansatz ihrer Bewegung ist richtig. Sie überstreckt nicht, was tatsächlich sehr wichtig bei der Übung ist. Ein Hauch, ein Ansatz vom Beckenkippen ist zu sehen. Und das bedeutet, sie macht eigentlich objektiv gesehen alles richtig. Deswegen schauen wir jetzt mal, ob wir was verändern können. So, vom Volumen her ist die Maschine bei dir ungefähr genau die gleich? Unser Fußplateau sitzt ein bisschen weiter dran und ist auch nicht ganz so senkrecht wie das hier. Ist näher an dir sogar noch? Ja. Das ist das Problem, glaube ich. Weil du bist länger als die meisten Damen. Und wenn du zu kurz bist, kannst du die Hüfte gar nicht schön durchstrecken. Du sollst sie ja nicht überstrecken, aber du sollst sie strecken. Sogar hier würde ich bei dir Folgendes versuchen. Komm mal ein bisschen weiter zu mir mit den Füßen und parallel zur Hüfte ungefähr, ja. Versuch dich beim Hochdrücken ein bisschen auf die Ferse zu konzentrieren.
So, tiefster Punkt ist erreicht. Da du etwas länger bist, wenn du anfängst, lehn dich mal 1-2 Zentimeter mehr nach hinten aufs Polster, wenn du es kannst. Noch ein bisschen mehr nach hinten rutschen. Gut, das ist gut. Und jetzt lass mal ganz runter. Das ist gut. Und jetzt einfach mal hochkommen und nach der Hälfte der Bewegung kippst du wirklich nur aktiv sehr stark dein Becken nach vorne. Mehr, mehr. Und Po anspannen. Und jetzt langsam runterlassen. Fast ganz runter und wieder von vorne. Ab der Hälfte der Bewegung aktiv dein Becken hoch, Po anspannen. Wir haben jetzt keine überstreckte Hüfte. Weiter, weiter. Und wir machen das immer wieder. Beim Hochkommen Luft rauslassen, aktiv Becken durchdrücken, Po anspannen. Und jetzt langsam wieder runter. Wie gesagt, ein bisschen mehr aus den Fersen drücken gefühlt. Und durch. Und wieder runterlassen. Und nur hochkommen und jetzt Becken durchkippen. Mehr, mehr, mehr. Stopp und anspannen. Gut. Ich möchte ein bisschen mehr Beckenarbeit sehen. Momentan hebst du einfach den ganzen Körper an. Ich möchte, dass du aktiv dein Becken wirklich ab jetzt richtig vorschiebst. Stopp, zack, anspannen. Das war gut. Ich glaube, jetzt kriegen wir dich auch. Langsam runterlassen. Ich gucke es mir von hier nochmal an. Weiter, weiter, weiter. Becken, Becken, Becken. Anspannen. Und langsam runterlassen. Du behältst so ein bisschen deine Kniespitzen im Auge. Du willst die noch ungefähr sehen, wenn das Becken durchgekippt ist. Aber das Becken ist richtig gekippt und der Po ist angespannt. Gut, langsam runter. Und durch. Und Becken, Becken, Becken. Kommt's langsam? Ich denke auch. Ich sehe es dir auch an. Und jetzt machen wir mal eine Sache. Komm hoch. Und jetzt ganz langsam, wirklich nur das Becken kippen. Nur das Becken, nur das Becken, nur das Becken, nur das Becken. Po anspannen, halten, halten, halten. Mehr Po anspannen, mehr Po anspannen. Und jetzt in Zeitlupe runterlassen. Und stopp. Und wieder Becken. Nur Becken hoch. Nur Becken, nur Becken, nur Becken. Becken, Becken, mehr Becken. Und langsam runter. Und wieder nur Becken. Po anspannen. Und langsam runterlassen. Ende. Okay. Das war ein Satz. Hat's geklappt? Ja. Sehr gut. Das Problem, das wir, glaube ich, hatten, ist, da, wo du trainierst, ist die Maschine ein bisschen zu klein eventuell. Wenn du die Möglichkeit hast, versuch, viel weiter weg mit deinen Beinen anzusetzen, also weit weg, wie du kannst. Wenn du auf der anderen Seite die Möglichkeit hast, dich übers Polster, auf dem du liegst, ein bisschen länger zu machen, mach das. Ich versuche dir mal kurz zu verinnerlichen, was das Problem ist. Diese Hüftdurchstreckung, die wir haben wollen, ja? Die beinhaltet ja quasi sowas wie eine Brücke, so eine Glute Bridge. Wenn ich jetzt hier zu kurz bin, schaffe ich nicht. Also wenn ich in so einer kleinen Maschine bin, kann ich mir Mühe geben, aber es klappt schon besser, wenn ich mir hier ein bisschen Platz machen kann. Und dann mache ich genau das, was du gerade gemacht hast. Ich gehe von hier ab erstmal mit der Hüfte hoch. Und ab hier drücke ich einfach nur das Becken, ich kippe es nach vorne. Ich spanne den Po an. Und dann ist der Hip Thrust perfekt. Funktioniert? Pump da. Sehr spät. Probier es direkt bei dir nochmal. Wenn das nicht klappt, schick mir ein Video. Und wenn wir es nicht hinbekommen, machst du es frei. In ganz wenigen Fällen ist die Maschine schuld, aber meistens, sobald du einmal weißt, wie du spürst, spürst du es überall. Dann nächste Übung. Was sie ja jetzt geäußert hat, bei den Beinen hauptsächlich den Gluteus nicht zu spüren, beschränken wir uns heute beim Beintag nur darauf. Der Rest kommt bei den Personal Trainings, weil für Bikini brauchen wir, und sie hat gute Oberschenkel jetzt, sie wirklich, wir brauchen aber auch Po. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich anfangen, den zu treffen. Die nächste Übung, die wir hierfür jetzt machen werden, sind die Hyper Extensions mit Gluteus Fokus. Und da würde ich einfach mal sagen, du zeigst sie mir auch einfach wieder und wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Finde ich aber nicht verkehrt, ne? Okay.
Schön. Spürst du viel die Rückseite oder eher nicht? Eher nicht. Also gerade geht's besser auf dem Po. Okay, sehr, sehr gut. Dann mach ruhig noch mal ein paar. Okay, okay. Lass uns mal was versuchen. Wir machen es jetzt so, weil wir dadurch deinen Körper zwingen, etwas runder zu werden, werden wir das Polster weiter oben ansetzen. Das ist manchmal ganz cool. Lehn dich jetzt mal bitte drüber. Jetzt kannst du ja quasi fast gar nicht anders, als dich drüber einzurunden. Ne? Weil dir wird jetzt hier nicht mehr erlaubt, einen geraden unter den Rücken zu behalten. Das ist ein cooler Trick. Jetzt möchte ich, dass du mal die Hände so zu dir nimmst, quasi so. Nimm dein Kinn zur Brust und roll dich hier noch mehr ein. So, mehr geht nicht. Ne? Das ist super. Und was wir jetzt machen wollen, stell dir vor, dadurch, dass du deinen Gluteus anspannst, hebst du deinen Oberkörper an. Und nur hier bist du angespannt, bis hier. Und hierbei spannst du jetzt auch noch wirklich fest an. Drück zusammen und dann lass dich wieder runtersinken, ganz runter, so weit wie du kannst. Und der Schlüssel, diese Rundheit, die musst du beibehalten. Du bist bis jetzt immer ein bisschen gerade geworden, dadurch wird es Rückenarbeit. Wenn du diese Rundheit beibehältst, dann arbeitest du nur über den Gluteus. Lass dich runter und jetzt schieb den Buckel nach oben. Über den Po ziehst du den Buckel nach oben. Schön. Runterlassen und über den Gluteus den Buckel nach oben ziehen. Zack, und anspannen. Anspannung ist da, sehr gut. Und runterlassen, leichtes Dehnen und hochziehen und anspannen. Und hier ist tatsächlich fertig. Ne? Wir sind hier unter voller Spannung. Wenn sie den Oberkörper jetzt gerade machen würde, würde uns das keinen Vorteil bringen. Den Buckel nach oben ziehen. Wir sehen jetzt, und anspannen, hier ist Verkürzung, hier sind wir fertig. Weiter hoch bringt uns nichts. Dadurch, dass wir uns hier rund machen, nutzen wir den Oberkörper als Gewicht, um den Gluteus zu trainieren. Und zieh dich hoch. Wenn man sich bildlich vorstellt, über die Verkürzung oder über das Anspannen des Gluteus den Oberkörper anzuheben, wird genau das passieren. Und zieh zusammen. Sehr schön. Klappt. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben gar kein Problem. Du kannst weiter trainieren und wirst heftige Gains machen. Seitdem haben wir uns beim letzten Mal angeguckt. Ich hätte gerne noch Schulterdrücken. Das reicht dann für heute, weil dann gehen wir ans Posing. Also schauen wir uns noch einmal Schulterdrücken an. Sehr gerne. Let's go. Das Gute ist hier im Gold's Gym, wir haben so viele unterschiedliche geile Maschinen. Ich habe Leute aus ganz Deutschland hier oder von anderen Studios und ich frage halt immer, was für eine Maschine hast du? Und dann kann ich das ungefähr anpassen. Wir hatten jetzt bei ihr eine relativ klassische Gym 80 Schulterdrückmaschine. Die hier ist noch mal ein bisschen schöner, feiner ausgearbeitet. Die alten arbeiten sehr gerne so nach außen weg. Das ist ein bisschen unbequem, ist auch nicht wirklich klug. Besser wäre es, das zu unterstützen, dass die Verkürzung etwas nach innen geht. Und das tut die hier. Deswegen, da du die ungefähr kennst, ich würde mir gerne einfach mal deine Bewegung angucken. Und dann schauen wir mal, wie wir die Schultern hinbekommen. Mhm, mach mal weiter. Okay. Hier haben wir eine Sache, die ganz interessant ist. Sie hat zwar lange Arme, aber wir wollen beim Schulterdrücken schon schauen, dass in der Endposition mit der meisten Dehnung des Muskels, das ist so ungefähr auf Kinnhöhe. Weiter runter wollen wir gar nicht. In der Endposition wollen wir schon gerade geneigte Unterarme haben. Zu weit nach außen ist ein bisschen mehr auf Schultergelenk, zu weit nach innen auf Ellbogengelenk. Das heißt, du darfst wahrscheinlich minimal enger greifen und du greifst, da musst du immer drauf aufpassen, das ist mir vorhin schon aufgefallen, du greifst gerne unterschiedlich breit. Also schau immer links und rechts, wie du greifst. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen zu eng. Nimm dir mal als Richtlinie, das musst du noch mal anpassen mit einem Video bei dir zu Hause. Nimm mal jetzt so einen halben Daumen und leg das einfach außen an, das hilft. Ja, ich glaube, das passt. Und jetzt ganz wichtig, wenn du runtergehst, Ellbogen sehr weit nach vorne. Und wieder hoch. Noch ein bisschen enger greifen sogar. So kommen wir besser hin. Aber einmal kurz aufhören bitte, weil wir haben hier die Möglichkeit, das noch weiter einzustellen. Merkt ihr bei jeder Maschine, wenn es nach außen geht beim Runtergehen, heißt es ja, wenn du weiter oben sitzt, bist du noch nicht so weit außen. Und das heißt, wenn du hier jetzt unten so aussiehst, können wir eine Sache tun. Wir können dich weiter hochsetzen, dann siehst du vielleicht so aus, wie du aussehen solltest. Nimm mal nur einen höher, das wird wahrscheinlich reichen, weil du bist schon sehr groß. Okay, gut. Jetzt reingehen. Diesmal nehmen wir so gefühlt den ganzen Daumen. Ja, das ist gut. Schulter zurück, Brust raus. Lehn dich auf die zurückgezogenen Schulterblätter. Brustkorb wirklich hochstrecken. Gut, jetzt hebst du einmal raus.
Gut. Und jetzt lässt du die Ellbogen wirklich sehr stark nach vorne hier rein. Und wieder hoch. Noch ein bisschen enger greifen. Und nochmal das Ganze. Und wieder hoch. Noch ein bisschen enger greifen. Ja. Und wieder hoch. Jetzt wird es besser. Und wieder hoch. Wird jetzt auch schnell schwerer, ne? Gut, hier ein bisschen immer nach vorn fahren und dann wegschieben. Wir haben hier ein kleines Problem. Die Maschine ist ein bisschen zu nah an ihr dran. Das kann man meistens nicht ändern. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ihr die Schultern spürt. Besser? Spürst du sie? Viel besser. Sehr gut. Die Maschine ist dir nicht wohlgesonnen. Aber ist mir egal. Wir kriegen es trotzdem hin. Setz dich mal zwei Stück weiter nach oben. Jetzt wird's witzig. Also, wie eben schon gesagt, haben wir bei der Maschine ein bisschen das Problem, dass, ich weiß nicht, wer hier reinpassen soll, das ist wie Nackendrücken konzipiert, ja. Sie ist so nah mit den Griffen an der Schulter, dass sie beim Drücken eigentlich schon Richtung Nackendrücken geht. Wir brauchen aber idealerweise für Schulterdrücken, brauchen wir so ein bisschen vor uns die Griffe, damit wir das hochschieben können. Wir werden sie jetzt weiter hochsetzen, damit sie in der Startposition noch enger ist. Drück mal durch, ich glaube, jetzt wird es noch besser. Wir müssen nur aufpassen, dass du nicht aufsetzt. Das ist deutlich besser. Und jetzt darfst du einmal schieben. Ich schau mal von vorne. Runterlassen. Oh, hier ist aber unterschiedlich. Und schieben. Schulterblätter hinten nochmal zusammenziehen. Jetzt sitzen die Arme besser. Und schieben. Jetzt bist du gut eingestellt. Woran man fast immer arbeiten muss bei der Schulterpresse, ist ganz typisch. Wir haben hier ein sehr starkes Drücken aus dem Handgelenk, anstatt aus dem Handballen. Das ist sehr schwer, sich das abzugewöhnen, das weiß ich. Wir müssen halt üben, dass du von hier aus drückst, aus dem Handballen. Das werden wir mit der Zeit aber noch hinbekommen. Aber ist schon besser, so ist schon besser, ja. So ist das Gefühl auch noch mal ein bisschen anders, ein bisschen direkter. Und einer noch, reicht. Ende. Puh. Spürbar? Spürbar. Sehr gut. So Leute. Jetzt sind wir mit dem Techniktraining für heute durch. Wie gesagt, zum Ablauf, ich mache immer erst ein Techniktraining. Wir gehen die meisten Übungen, bei denen die größten Fragezeichen sind, durch. Aber es gibt auch immer ein paar Übungen, die ich selbst noch sehen möchte. Das ist eigentlich etwas ausgedehnter. Wir haben es jetzt fürs Videoformat etwas kleiner gestaltet. Der Rest wird dann immer beim Personal Training gemacht. Und wir geben euch jetzt noch einen kleinen Formcheck von der Pia. Deswegen gehen wir mal runter in den, nicht Posingraum, aber den Kursraum. Let's go. So, Techniktraining ist durch. Und jetzt wollen wir zumindest einen kleinen Ausblick auf die momentane Form von Pia geben. Ein Posing-Training würden wir euch noch separat zeigen. Jetzt wollen wir einfach mal nur, dass du dich so hinstellst, dass wir uns ungefähr vorstellen können, wie das aussehen würde. Ein bisschen hast du geübt, ein bisschen was haben wir letztes Mal schon gemacht. Eben hattest du auch noch ein bisschen Hilfe, was auch schön war, als ich mit Matthias beschäftigt war. Genau. Also die Frontpose, steh stabil. Versuch mal so eine Ausrichtung zu machen, bevor du irgendwas machst. So, genau, stell dich mal normal hin. Genau, jetzt stellst du dich ein bisschen breiter hin. Genau, und jetzt nimmst du einfach die Hand an die Hüfte zum Beispiel und das eine Bein spreizst du so ein bisschen ab. Das heißt, ich zeig's dir mal, genau, so ein bisschen hier nach außen und abgespreizt, genau. Also als würdest du so nur mit den Zehenspitzen draufstehen, ein bisschen mehr als sogar der Absatz, wenn du es hinkriegst. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Und dann hier. Quasi ist die Start hier. Ne? Das ist so wirklich im Gegensatz zum anderen Bein, ist das so länger weggestreckt so ein bisschen. Was wir üben müssen, ist deinen Rücken rauszuholen. Das werden wir noch machen, da gehen wir noch ein bisschen ins Detail ran. Wenn du jetzt mal beide Ellbogen eng nach hinten zurückziehst, von vorne ab, fangen wir hier an. Mhm. Und jetzt machen wir mal genau nach, dass du beide Ellbogen hier nach hinten zurückziehst. Wirklich weiter, weiter, wie mit Trapezanspannen, was wir vorhin gemacht haben. Spürst du Spannung drin? Okay, und jetzt komm langsam genau so nach vorne. Mhm. Wieder zurück. Und jetzt mach einfach mal beide Arme hoch. Einfach mal hoch. Und Schulterblätter vor. Das hier war jetzt der Latissimus. Und du musst quasi alles in einem Schritt schaffen. Das kriegen wir aber noch hin. Das machen wir noch im Detail jetzt im Posing-Training. Gut. Aber jetzt mal abgesehen von dem Latt, das machen wir noch im Detail, hätten wir jetzt so ungefähr die Startposition. Latt haben wir vorhin gut gespürt, hatte sie bis dato im Training noch gar nicht gespürt.
Das heißt, ab jetzt wird sich auch das Gefühl hier verbessern und wir kriegen die Lücke hier geschlossen. Das kriegen wir hin. Wie man sehen kann, sind die Beine schon wirklich in einer sehr, sehr guten Konstitution. Wobei wir natürlich bedenken müssen, dass die durch die Diät weniger werden. Das heißt, auch hier geht noch ein klein bisschen was. Sie soll jetzt nicht irgendwie fett werden, natürlich nicht, aber ein bisschen mehr Muskulatur kriegen wir noch drauf. Wenn du dich einmal, ohne dass wir jetzt eine Seitpose machen, einfach nur umdrehen möchtest, machst du einfach jetzt mal eine Frontpose, aber in die Richtung. Das ist eigentlich fast genau das Gleiche. Das ist dann eine Rückenpose. Genau. Leichtes Hohlkreuz, Po rausstrecken. Genau. Hier hinten sieht man schon, dass Rücken an sich da ist, nur dass wir noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch dadurch, dass hier zum Beispiel der Ellbogen sehr weit hinten ist, den anzusteuern und hier die Schulter mit nach vorne kommt, anstatt dass man nur über den Latissimus arbeitet. Das kriegen wir noch hin. Dann machen wir es erstmal keinen Kopf. Und hier sieht man, allein von der Rundung, von der Rückseite, sieht man, dass man daraus schon viel machen kann. Ja? Und daran werden wir arbeiten. Und ein Posing-Training kriegt ihr separat als Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, du konntest schon vor allem bei den Po-Übungen heute viel, viel mitnehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir da viel, viel erreichen werden. Weil, wenn du den bis dato noch nicht gespürt hast, dann heißt es, dass jetzt die Gains losgehen. Und das heißt, wir können noch sehr, sehr viel erwarten und deswegen bleiben wir gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Zicka. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.